Ja, und damit ein herzerfrischendes Moin Moin und willkommen zurück zu Those Who Remain, der zweiten Aufnahmesession. Pünktlich, was heißt pünktlich? Direkt nach meinem letzten Stream. Heute ist der 2.3. So. Direkt nach dem World of Horror Hallo Stream. So. Wie wollen das nochmal? Ne, hier muss ich ja nicht rein. Ja, an der Seite. Nee, hier nicht irgendwo der Schlüssel? Schlüssel? War hier nicht. Nee, hier musste ich hin. Yes, Büroschlüssel. So, und was war hier noch mal? Nee, hier musste ich gar nicht rein. Von hier aus. Hä? Da, genau. Aqualampe. Okay, jetzt muss ich nur an den Dude da vorbei. Dude. Das Ding ist noch immer hier. Auch das noch. Der Armleuchter. Ja, Ich ja, könnte ja. dahin durchgehen, wenn sie den Weg nicht blockieren würden. Jetzt dreh dich bloß nicht um. Dankeschön. So. Hey! Hilf mir bitte! Wer bist du? Komm hier runter. Hier ist jede Menge Licht. Ich bin Jeff. Ich bin hier der Verantwortliche. Solange das Monster dort ist, werde ich nicht runterkommen. Jeff, was ich heiße willst Jeff. du? Ich muss den Lichtmast drehen und ihn auf den Weg ausrichten. Ich komme nicht runter. Fass den Lichtmast nicht an. Dann komm hierher. Hier ist es sicher. Nicht! Tu das nicht! Du kannst mich nicht der Dunkelheit überlassen! Er verweigerte sich jeder Hilfe. Er schoss um sich, um die Leute zu verschrecken. Schoss auf dich. Er versuchte, dich zu töten. Nun bettelt er dich an, nicht den Lichtmast zu bewegen. Du könntest versuchen, eine Alternative zu finden. Ah, der Charakter eines Mannes ist sein Schicksal. Okay. Dieser Teil des Zauns sieht nicht besonders stabil aus. Richtig, Dieser Teil irgendwie. des Zauns sieht nicht besonders stabil aus. Oh, hat sich bewegt. Oh. 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 Hallo. Oh, und hier ist ein Schalter. Er mag vielleicht ein Arschloch sein,
aber er hat es nicht verdient zu sterben. Jo. So. Ciao, Leute. Mal wieder ein unbekanntes Gefilde. Oh Gott. Hier ist der Ort, an dem ich jede Nacht sterbe. Du musst meine Mutter stoppen und das beenden. Ja, und wie? Jetzt kann ich dir nicht mehr helfen. Scheiße. Viel Glück, Edward. Hier hat also alles begonnen. Was hat ihre Mutter nur getan, dass sich diese Ereignisse wiederholen? Irgendwas beschworen vielleicht? Ach, natürlich. Ah. Oh. Du hast den Vorarbeiter nicht getötet. Sie holte den Van, um den Leuten dabei zu helfen, den Supermarkt zu verlassen. Das erzählte sie ihnen zumindest. Aber sie nahm den Van und fuhr davon. Ließ sie alle zurück. Und nun sind sie alle tot. So etwas wie einen Unfall gibt es nicht. Es ist falsch verstandenes Schicksal. Entscheide, ob du der Frau hilfst. Der Rauch wird sie umbringen. Sie wird nur überleben, wenn ich die Tür öffne. Sie ist bewusstlos, aber wenigstens kann sie jetzt atmen. Vielleicht ist sie in Panik geraten, wer weiß. Dafür kann ich sie nicht verurteilen. Tja. Denkst du, dass ich so eine Scheiße mache, wa? Das ist sehr dunkel. Ich wünsche, dass sie hier nicht stehen. Aber vielleicht auch gut so. Hier. Sankt Diego mischte sich unter die Ärmsten der Armen. Demut, Stärke und Einfachheit waren die Maxime seines Lebens. Das einzige Materielle, das er je besaß, war seine Flöte. Die Legende sagt, dass er zum letzten Mal gesehen wurde, als er spielend auf seiner Flöte den Wald betrat. Die Natur und die Musik waren seine Leidenschaft. Vielleicht bin ich auch so ein Sankt Diego. Sankt Diego. Sankt Diego, jawohl. Jetzt bin ich einmal hier rundherum gegangen. Na? Okay, dann muss ich wohl rein. Gott, eine Taschenlampe wäre immer noch nice. Diejenigen, die nicht in die Kirche, die nicht an unseren Herrgott, den Erlöser, glauben. Sie verachten Jesus. Sie wissen alle, wen ich meine. Die Fremden, die in unsere gottesfürchtige Stadt kamen. Wie mir zu Ohren kam, ergötzen sie sich an den dunklen Künsten. Pater Popo? Sie waren hier ebenfalls nicht willkommen. Achso, ich dachte, da steht was. Sankt Diego lebte ein ungewöhnliches Leben. Er war bekannt als ein Bauer, aber er war auch Jäger. Später wurde er ein Maurer und baute die Kirche von Osknor. Anschließend meisterte er die Fischerei. 1000 Sasser! Sankt Diego wurde zum allerersten Mal in Osknor gesehen. An einem warmen Sommertag. Das zweite Mal wurde er von 3 Bauern gesehen. Warte mal. Ich glaube, ich sollte mir das aufschreiben. Und ein bisschen Platz zum Schreiben. So. Letztes Mal ging in den Wald. Erstes Mal Osknor, warmer Sommertag mit Flöte.
zweites Mal drei Bauern. Herbst nach Hause. Drittes Mal. Beim dritten Mal wurde er an einem wunderschönen Frühlingstag. Frühlingstag. Von einem Fischer am Fluss. Das letzte Mal im Winter neben den Bergen. Er wandelte barfuß im Schnee. Okay, letztes Mal wieder. Winter neben Berge. Barfuß. Nee. Exakt 100 Jahre vergingen zwischen der ersten und der letzten. 100 Jahre zwischen erste und letzte. Warte mal, was war hier nochmal? Tausendsasser, ne? Ungewöhnliches Leben. Bauer. Jäger. Maurer. Baute. Kirche. Fischerei. Können wir vorstellen, dass das dann... Ist ein beeindruckender Ort. Ja, geht so. Ist halt eine Kirche, ne? Oh Gott. Das ist nicht das normale Verhalten von irgendwelchen Werkzeugen. Das sind verschiedene Abbildungen. Oh Gott. Lass mich raten, alles Rätsel zum Thema Sankt Diego. Cicero. Hm. Wir sind hier sicher. Es ist das Haus Gottes. Er prüft uns. Ich bin mir sicher, dass die Frommen gerettet werden. Die Dunkelheit wird nie in diese Kirche kommen. Das glaubst du doch wohl selbst nicht. Schon wieder Kerzen. Hä? Oh. Frühling, Datum unbekannt. Winterliche Landschaft und Rabrandkirche. Okay. Guck mir das nochmal an. Okay. Der Weg wird sich zeigen, wenn die Glocke dreimal läutet. Welche Glocken? Ist das eine Metapher? Ich weiß genau, welche Glocken. Nee. Erste Mal an einem warmen Sommertag. Könnte das? Ne, das ist der Herbst. Dann ist das hier Sommer. Das war, glaube ich, Frühling, ne? Sommer. Zweites Mal im Herbst. Drittes Mal im Frühling. Und da im Winter. Einmal. Da. Wow, die müssen eine Bedeutung haben. Hm. Er war zuerst Bauer, nehme ich das an, dass das hier gemeint ist. Nicht? Bauer, dann Jäger. Okay, nee.
Maurer? Ja. Nein. Nee, von wem er gesehen wurde. Nee. Hä? Jäger? Fischerei. Sommertag. Schwert, nee. Schaufel? Ich blutpost mich jetzt hier durch. Ah! Okay. Und das? Das sind zwei. Aber ich habe doch Bauer, Jäger, Maurer, Fischerei. Aber scheinbar ist halt Jäger, Fischerei, Maurer, Bauer. Naja, gut. Egal, ich hab's richtig. Die Frage, was es damit auf sich hat. Blöte. Wenn ich das mache. Nee. Bezieht sich dieses Rätsel? Als Maurer, er war auch Jäger. Barfuß im Schnee. Wehe, ich muss jetzt irgendwelches Geschichtswissen haben. Oder Kunstgeschichte irgendwie. Also, ich glaube, wir können uns sicher sein, dass das hier richtig ist. Okay, die haben einen Anzeigefehler. Was anderes. Also ich meine, das eine Rätsel beschäftigt sich damit, was er getan, also auf seine Berufe, das andere halt als er gesehen wurde und I guess also das letzte wird dann hier sein. Hier wo, ne? Vater Simon will, dass wir drin bleiben. Aber ich halte es nicht mehr aus. Wir haben nichts Falsches getan. Warum passiert uns das bloß? Es steht doch geschrieben in Exodus 22,18. Eine Zauberin sollst du nicht leben lassen. Ich habe Sean in den Wäldern gesehen. Er hat mich gerufen. Ich werde ihm folgen. Das ist eine schlaue Idee. Ich weiß ja nicht.
Sind die näher gekommen? Ah, hier. Mischte sich unter die Ärmsten der Armen. Ärmste der Armen. Demut. Stärke. Einfachheit. Er besaß zwar eine Flöte. Was er zum letzten Mal gesehen wurde, als er spielend auf seiner Flöte den Wald betrat. Flöte betrat Wald. Naturmusik. Natur und Musik. Nette Schatten. All hail, Pater Popov. So. Demut, Stärke und Einfachheit. Eine Gitarre. Das ist eine Trompete. Ich vermute mal hier Flöte auf jeden Fall. Warte mal, wenn ich... Okay. Ging in den Wald. Das sieht am ehesten nach Wald aus. Ärmste der Armen. Nein. Also, wir sind uns sicher, bei den Instrumenten ist es auf jeden Fall die Flöte. So, und das hier sieht am ehesten nach einem Wald aus, weil das, nee, Insel, irgendwie Palmen oder so. Das ist Berge, das ist, könnte eine Savanne sein. Das ist nochmal, ist Fluss, Meer. Also das auf jeden Fall. Dann Einfachheit, das? Nein. Hier nochmal, Flöte. Wald. Gut, bossen wir uns wieder durch. Das hatten wir hier. Nein. Flöte. Wald. Stärke. Es sind drei. Und? Ihr wisst, was kommt, ne? Wir sehen morgen, was die drei Glockenläuten bewirkt haben. Tschüss.